Einen schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, liebe Freunde. Es soll heute Abend um das 9. Kapitel des Johannesevangeliums gehen, die Geschichte von dem Blindgeborenen. Und ich will als allererstes die besondere Perspektive ein bisschen erläutern, unter der ich das heute Abend gerne mit Ihnen zusammen machen möchte. Und dazu brauchen wir eine ganz kleine Erinnerung daran, dass der Prophet Daniel im Alten Testament in der mehr oder weniger berühmten Daniel-Apokalypse von einem jüngsten Tag spricht, an dem der himmlische Menschensohn herabgestiegen kommt, um alle Menschen, die Verstorbenen und die Lebenden, alle Völker zu richten. Also dieser jüngste Tag, der nicht der letzte Tag genannt wird, sondern der jüngste Tag, ist der Übergang, eine Krise, eine Scheidung in eine ganz andere Daseinsform. Und das ist im Judentum bekannt gewesen, diese Vorstellung, die Erwartung des Messias, die Erwartung des Menschensohns. In verschiedenen Formen hat man diese Erwartung im Bewusstsein gehabt und sich vorgestellt. Und nun ist damit verbunden eben die Gerichtssituation. Und man kann sich vorstellen, dass die Menschen damals irgendwie instinktiv bestimmte Vorstellungen hatten, was die Maximen dieses Richtens sein werden. Also man hat die Tora, man hat die 10 Gebote und da assoziieren sich bestimmte Vorstellungen dran. Und nun gibt es aber im Matthäusevangelium eine Erzählung, wo Jesus von Nazareth, der damals ja nicht für alle Menschen der Christus war, der wie ein Prophet gesprochen hat, ebenfalls von diesem jüngsten Tag gesprochen hat und von dem Menschensohn, der zu dieser Zeit herabkommt und jetzt die Menschen betrachtet. Interessanterweise ist in diesen Sätzen, die das Matthäusevangelium überliefert, jetzt vor allen Dingen davon die Rede, dass dieser Menschensohn diejenigen anspricht, die er in sein Reich aufnehmen möchte. Und er spricht sie so an, dass sie diejenigen waren, die ihn gekleidet haben, die ihn gespeist haben, die ihn genährt haben, die ihm geholfen haben. Und man muss sich vorstellen, dass das alle Menschen, die das hören, jetzt erst einmal in der Prophezeiung des Propheten Jesus von Nazareth darüber verwundert sein müssen. Wir müssen uns erst ein bisschen künstlich in diese Verwunderung hineinbegeben, weil uns diese Sätze, wenn wir christlich sozialisiert sind, irgendwie alle so im Unbewussten schon mitklingen. Aber die müssen die Menschen damals erstaunt haben, weil davon war in keiner früheren Verheißung die Rede. Und die haben auch überhaupt keine Erinnerung daran gehabt, wie das denn gewesen sein sollte, dass sie diesen himmlischen König, der da gekommen ist, dass sie den gespeist haben sollten, dass sie diesem himmlischen König geholfen haben sollten. Die haben da keine Erinnerung dran, ganz selbstverständlich. Und die Erklärung, die dann im Anschluss kommt, die klingt Ihnen wahrscheinlich auch im Ohr. Die Erklärung, die bilden dann die Sätze: Und der König wird antworten und sagen zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Die Sätze sind bekannt. Die Aufforderung ist, wirklich darüber zu staunen und vielleicht auch noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen leichter darüber zu staunen, was Rudolf Steiner in einem Vortrag von 1919 als Metamorphose dieser Sätze seinen Zuhörern angeboten hat.
Also 1919 war ein Krisenjahr. 1919 war ein Jahr, in dem alles im Umbruch war nach dem Ersten Weltkrieg und in dem es auch eine Wahrheitskrise gab. Und in diese Zeit hinein spricht jetzt Rudolf Steiner zu seinen Zuhörern. Sie mögen sich vorstellen, dass Christus heute zu ihnen spricht in einer ähnlichen Weise, aber doch ganz anders, dass das, was man an einem der geringsten der Menschen um einen herum verstanden hat, was man an seinem Denken mitvollzogen hat, etwas ist, in dem man den Christus erleben kann. Dass das, was andere Menschen denken, und zwar gerade dann, wenn sie anders denken als wir, wenn wir vielleicht der Auffassung sind, dass sie sich irren, wenn wir es schaffen, dieses Denken der anderen Menschen uns mit der Haltung aufzunehmen, dass diese Menschen, wenn sie denken, mit Christus denken, dass Christus in ihnen denkt. Das ist eine ziemliche Zumutung, aber eine sehr interessante Zumutung, gerade in einer Zeit, in der eine Wahrheitskrise herrscht. Und ich glaube, dass die Wahrheitskrise, die heute herrscht, mindestens so groß ist wie die Wahrheitskrise, die 1919 geherrscht hat. Und dass diese Worte vielleicht, wenn wir sie hören als Worte, die im Blick auf eine Wahrheitskrise gesprochen sind, sehr herausfordernd, aber auch sehr hilfreich sein können. Was ist die Wahrheitskrise? In meinen Augen besteht die Wahrheitskrise in einer Polarisierung, in zwei Extreme, die uns angehen. Das eine Extrem könnte man mit dem Begriff Dogmatismus, Fundamentalismus, Weltanschaulichkeit in einem negativen Sinne bezeichnen. Und das andere Extrem ist der Relativismus oder die Skepsis. Diese beiden Extreme wirken auf uns alle ein, egal wo wir sind, auf uns hier in der Anthroposophie, genauso wie auf alle anderen Menschen. Und die Aufgabe und Frage ist nun, wie wir dieser Polarisierung entgehen können oder wie wir dieser Polarisierung etwas entgegensetzen können. Der Polarisierung in den Dogmatismus und den Relativismus, den Fundamentalismus und die Skepsis. Und die Vorstellung, die in diesen umgewandelten Christusworten, die Rudolf Steiner 1919 den Zuhörern seines Vortrages zugemutet hat, liegt, ist, dass man, wenn man diese Worte in den anderen Menschen hört, die man nicht teilt, denen man nicht ohne weiteres zustimmen kann, dass man diese Worte dann trotzdem in der Haltung zu hören versucht, dass Christus in diesen Menschen denkt und spricht und wirkt. Die damit verbundene Zumutung möchte ich jetzt für heute Abend ein bisschen auf eine etwas leichtere Ebene heben, aber mit dem Blick darauf, dass man vielleicht auf einer leichteren Ebene die Übung beginnt, die dann sukzessive auch auf anderen und schwierigeren Ebenen durchgeführt werden kann. Die leichtere Ebene, mit der wir heute Abend eine solche Übung machen können, ist die Tatsache, dass die Geschichte vom Blindgeborenen sehr, sehr viele Interpretationen erfahren hat, sehr unterschiedliche Interpretationen erfahren hat. Und dass wir also daraus eine Übung machen könnten in der Richtung, dass wir uns diese Interpretationen, also was man an so einem Abend machen kann, in großen Schritten und in
prägnant zugespitzten, pointierten Aussagen, dass man solche Interpretationen einmal aufnimmt und auf sich wirken lässt, mit der Haltung, dass sie alle auch in ihrer Unterschiedlichkeit in Verbindung mit Christus gesprochen sind. Oder wenn es jetzt so sein sollte, das kann natürlich auch ganz unterschiedlich bei Ihnen jeweils wirken. Vielleicht haben Sie eine Vorstellung von Christus, mit der Sie das nicht ohne weiteres verbinden können. Dann können Sie die Übung trotzdem machen, einfach in der reduzierten Form, dass Sie sich sagen, ich will einmal bewusst darauf verzichten, gleich die Frage zu stellen, ist das richtig oder falsch? Stimmt das so, wie das jemand denkt? Ich will es erst einmal einfach auf mich wirken lassen und zu verstehen suchen, wie da einer gedacht hat. Und die Frage, stimme ich dem zu oder stimme ich dem nicht zu, zurückstellen. Darauf verzichten, diese Frage gleich mit anzubringen. Und wenn wir das jetzt in Verbindung mit der Geschichte vom Blindgeborenen machen, dann können wir uns vielleicht auch an dieser Stelle eingangs gleich klar machen, was sage ich, wenn ich jetzt von der Geschichte des Blindgeborenen spreche. Da stecken natürlich ganz große unterschiedliche Auffassungen schon im Vorfeld mit drinnen, wie man so eine Geschichte aus dem Evangelium liest, wie man die nimmt, als was man das Evangelium versteht, ob das eine Chronik ist von Zeitgenossen, ob das eine Geschichte ist, die erzählt wurde, damit die Menschen gläubig werden, ob das eine Mysterienschrift ist, die eigentlich in Wahrheit Mysterieninhalte für Menschen zugänglich machen will, die sonst keinen Zugang dazu finden wollten, könnten, nicht wollten, sondern keinen Zugang dazu finden könnten. Also alle diese unterschiedlichen Grundhaltungen und Grundfragen, wie wir das Evangelium nehmen, können wir auch etwas zurückstellen und uns nur das eine klar machen. Wenn wir dieses neunte Kapitel des Evangeliums von Johannes als Geschichte nehmen, dann heißt das, dass wir auch in diesem Sinne darauf verzichten, es von vornherein so zu betrachten, dass seine Wahrheit darin liegen muss, dass das, was es erzählt, sich genau so ereignet hat, wie es erzählt ist. Eine Geschichte hat eine Wahrheit, die in ihrem Zusammenhang lebt, die in ihrer Gestalt lebt, die in ihrem Ganzen lebt. Eine Geschichte lässt sich grundsätzlich nicht erklären. Und eine Geschichte ist uns auf der einen Seite ganz nahe und auf der anderen Seite können wir eben keine Geschichte richtig vollständig erklären. Das kann auch entlasten. Wir alle leben ja in Geschichten. Unser Leben ist ein Leben von Geschichten. Aber dass wir in Geschichten leben, macht gerade unsere Würde aus, weil wir sagen, es kann niemand unsere Lebensgeschichte einfach erklären. Die bleibt in bestimmten Dingen ein Geheimnis. Und wenn wir jetzt die Geschichte vom Blindgeborenen als Geschichte nehmen, dann möchte ich das auch unter das Motto stellen, was ich von einem Philosophen aus den 80er Jahren in Erinnerung habe. Alistair MacIntyre hat das Wort geprägt. Es gibt Geschichten, die werden gelebt, bevor sie erzählt werden. Und es gibt Geschichten, die werden erzählt, ohne dass sie gelebt werden. Aber der Grundgedanke ist, es gibt Geschichten, die gelebt werden, bevor sie erzählt werden. Das heißt, das, was gelebt wird, ist eine Geschichte. Und wenn ich eine Geschichte höre, dann kann ich offen lassen, ob das, was hier erzählt wird, genau so gelebt wurde, wie es erzählt wurde, oder ob es ein bisschen anders gelebt wurde. Die Wahrheitsfrage wird erst einmal hineingewendet in die Geschichte, in ihren inneren Zusammenhang, in das Sinngefüge dieser Geschichte.
Und das wende ich jetzt also auch an auf die Geschichte vom Blindgeborenen. Wir lassen die Frage beiseite, ob das denn historisch korrekt ist. Die Geschichte vom Blindgeborenen hat nur Johannes erzählt. Die anderen Evangelisten, die Synoptiker, haben zwar manche Heilungen von Blinden erzählt, aber nicht diese Geschichte. Und die Geschichte ist schon ein ziemliches Ding, nicht ganz kurz und sehr, ja, sehr eigenwillig mit dieser Gestalt des Menschen, der, wie soll ich sagen, ihr Held ist. Ja? Der Blindgeborene trägt sich durch die ganze Geschichte hindurch. Damit wir aber jetzt die Übungen nachher machen können, die verschiedenen Interpretationsansätze einmal in uns aufzunehmen, ohne sofort die Wahrheitsfrage, die Richtigkeitsfrage zu stellen. Damit wir diese Übung machen können, müssen wir uns die Geschichte ein wenig vergegenwärtigen. Ich nehme an, Sie haben das Johannesevangelium zu einem großen Teil gelesen, aber jetzt will ich doch nicht einfach voraussetzen, dass Sie die Geschichte so ganz genau erinnern. Und darüber hinaus ist es ja interessant zu hören, wie jemand eine Geschichte erzählt, weil es ist ganz unmöglich, eine Geschichte zu erzählen, ohne schon irgendwie ein bisschen was Persönliches mit einfließen zu lassen, obwohl ich natürlich jetzt erst einmal das Vorhaben realisieren möchte, so sachlich wie möglich die Geschichte in Erinnerung zu rufen. Und die Geschichte beginnt, also man muss vielleicht sich klar machen, das achte Kapitel erzählt von einer schweren Auseinandersetzung zwischen Jesus und den Pharisäern, einer massiven Streitsituation. Und dann kommt die Blickwendung mit dem neunten Kapitel in die Szene, in der Jesus und die Jünger plötzlich einem blinden Bettler, einem blinden Mann begegnen, der ja vor ihnen sitzt. Und jetzt geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Also man kann sich das in vielen Dingen szenisch vorstellen. Der Herr Hörtreiter hat mir auch mal erzählt, er hätte mal mit Schülern die Geschichte vom Blindgeborenen zum Theaterstück gemacht und aufgeführt. Ich hätte das gerne gesehen und kann mir das gut vorstellen, dass man diese Geschichte dramatisiert, die ist eigentlich schon dramatisch, und auf der Bühne aufführt. Also die erste Szene dieser Geschichte ist, dass im Angesicht dieses blinden Menschen, der da sitzt auf der Erde, die Jünger Christus fragen. Sie fragen ihn: Meister, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Jetzt stellen Sie sich diese Szene mal vor. Da setzen Sie sich mal in die Rolle des Blinden, der da sitzt und plötzlich hört, da ist eine Gruppe von Menschen gekommen. Und da fragen welche ihren Meister: Warum ist der Mann blind? Hat er gesündigt oder haben seine Eltern gesündigt? Die Antwort, die daraufhin gegeben wird, ist eigentlich keine richtige Antwort. Das ist eine Reaktion. Denn die Worte, die hier erzählt werden, lauten: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm. Ich muss, Textvariante, wir müssen, wirken die Werke des, der mich gesandt hat, solange es Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Dieweil ich bin in der Welt, bin ich das Licht der Welt. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, wenn wir lesen, darüber zu rätseln, was denn das für eine merkwürdige Reaktion und Antwort auf die Frage ist.
Aber diese Zeit haben die Jünger in dieser Situation offensichtlich nicht gehabt, denn es geht sofort weiter. Jesus macht mit seinem Speichel und der Erde einen Brei und streicht diesen Brei auf die Augen des Mannes, der blind ist, und fordert ihn auf, zum Teich Siloa zu gehen und sich dort mit dem Wasser dieses Teiches den Brei von den Augen abzuwaschen. Der Mann macht das. Die Szene wechselt. Ganz neue Szene. Jesus ist weg. Jetzt tritt er zum ersten Mal auf und die Menschen sehen ihn, wie er die Augen auf hat und wie er gucken kann. Es kommt eine neue Frage. Er löst eine neue Frage aus. Die Frage der Jünger war, wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Die Frage, die jetzt ausgelöst wird, ist die Frage, ist der das wirklich? Ist der das, der vorher blind war? Und dann sagt er, ich bin's. Sie wissen ja, dass die Wendung Ich bin eine besondere Wendung ist. Es gibt eine Reihe von Ich bin-Worten im Johannesevangelium, und diese Szene mit dem Blindgeborenen ist die einzige Szene, in der ein anderer Mensch außer Jesus sagt, ich bin's. Aber dass er das beteuert, reicht nun nicht so ohne weiteres aus. Die ganze Situation weckt ganz große Skepsis. Wir sind schon auch ein bisschen bei dem Thema mit der Skepsis, dem Relativismus oder dem Dogmatismus. Die Pharisäer vor allem glauben das nicht, dass das wirklich so ist, und wollen also unterstellen, dass es sich doch um einen anderen Menschen handelt oder dass der überhaupt nicht von Geburt an blind war. Also wenn jemand von Geburt an blind ist, ist es natürlich viel schwerer, ihn zu heilen, als wenn er vorgestern erblindet wäre. Und sie befragen seine Eltern. Die Eltern bestätigen das, dass er von Geburt an blind war, und die wollen das nicht glauben. Und die Eltern sagen, ja, fragt ihn doch selbst, er ist doch erwachsen. Und dann wird er einer Inquisition quasi unterworfen, in der es ganz offensichtlich darum geht, dass er doch zugeben soll, dass da irgendetwas nicht mit rechten Dingen gelaufen ist. Denn es war ja noch dazu ein Sabbat, an dem das Ganze geschehen ist, und dieser Vorgang mit dem Herstellen eines Breis und Auftragen auf die Augen ist in einem ganz strengen, extrem strengen pharisäischen Sinne eben auch ein Sabbatbruch. Wir kennen dieses Motiv aus den Evangelien. Und also die Pharisäer legen ihm nahe, er soll doch zugeben, dass dieser Mann, der da irgendwas mit ihm angestellt hat, mit dem Satan im Bunde ist. Und es ist jetzt ganz interessant zu verfolgen, wie dieser Mensch, dem das alles widerfährt, jetzt ganz gelassen bleibt und nüchtern und irgendwie trocken geradezu. Also stellen Sie sich das wirklich vor, wie auf der Bühne. Also da riefen sie zum anderen Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Er antwortete, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eines aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Da sprachen sie zu ihm, was tat er dir? Wie tat er deine Augen auf? Ich habe es euch schon erzählt und gesagt, und ihr habt es nicht gehört. Wollt ihr es abermals hören? Wollt ihr auch seine Jünger werden? Also man kriegt, wenn man das liest, schon einen Eindruck von diesem Menschen, der keinen Namen trägt, wo wir nicht wissen, wo er herkommt und wo er hingegangen ist. Aber er begegnet uns in einer, also mich sehr anrührenden Art und Weise, in dieser
bescheidenen Souveränität, mit der er dieses Verhör, diese ganze Situation über sich ergehen lässt. Und also er sagt dann zum Beispiel, aber gut, ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Lesen Sie die Geschichte im Anschluss ruhig nochmal. Es macht Freude. Es läuft darauf hinaus, dass schließlich eine zweite Begegnung zwischen dem geheilten Blinden und Jesus stattfindet. Und die Begegnung wird auch ganz knapp geschildert. Es ist nicht so, dass jetzt der Geheilte Jesus gegenübertritt und sagt, danke, dass du mich geheilt hast. Ich hätte das ja nicht für möglich gehalten, dass dieser Brei auf meinen Augen, nachdem ich ihn abgewaschen habe, meine Blindheit heilt oder so etwas. Überhaupt nichts in dieser Art. Man muss sich ja auch klar machen, der Mann hat den, der ihn geheilt hat, noch nie gesehen. Und Jesus tritt ihm gegenüber und fragt ihn ganz direkt, glaubst du an den Menschensohn? Also der Menschensohn ist der, der in der Erwartung steht, dass er vom Himmel kommt zum Gericht. Und der Blindgeborene, der sagt ganz einfach, Herr, wer ist's? Also er sagt nicht, ich glaube an den Menschensohn, ja, ich glaube schon, dass der mal kommen wird, sondern er fragt ganz direkt, wer ist's? Und Jesus sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist's. Er aber sprach, Herr, ich glaube, und fiel vor ihm nieder. Dann gibt es noch eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern, die empört sind. Ich habe ihnen vergessen noch zu erzählen, dass die Pharisäer vorher diesen Blindgeborenen ausgestoßen haben. Nachdem er ausgestoßen wurde, ist es zu dieser Begegnung mit Jesus gekommen. Und die ganze Geschichte, das Kapitel, endet dann mit den Sätzen von Jesus, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, auf das, die da nicht sehen, sehend werden und die da sehen, blind werden. Solches hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren und sprachen zu ihm, sind wir denn auch blind? Jesus sprach zu ihnen, wärt ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber, ihr sprecht, wir sind sehend, bleibt eure Sünde. Das ist der Schluss des 9. Kapitels und damit der Schluss der Geschichte. Eine Geschichte hat den Vorzug, dass man sie erst einmal einfach hören und erleben kann. Auf der anderen Seite aber stellt sich, wenn sie ein bisschen gewirkt hat, doch auch das Bedürfnis ein, verstehend mit ihr umzugehen. Ich sage das extra so ein bisschen gespreizt und kompliziert, weil das etwas anderes ist, als eine Geschichte zu erklären. Also sie zu erklären würde heißen, bestimmte Absichten des Erzählers zu unterstellen oder bestimmte Zusammenhänge als notwendig zu erklären. Das konnte gar nicht anders sein als Erklärungen haben immer den Charakter, eine Gesetzmäßigkeit wird angeführt oder eine Tatsache wird angeführt. Aber eine Geschichte zu verstehen heißt, sich in das Ganze dieser Geschichte einzufühlen und das Teil der Geschichte vom Ganzen her zu verstehen und gleichzeitig auch von den Teilen der Geschichte aus auf den Sinn des Ganzen zu blicken. Das ist also eine Hin- und Herbewegung, die nicht in einem Nu sofort geschehen kann. Also das Bedürfnis, die Geschichte zu verstehen, ist ganz natürlich. Und das führt dazu, dass man jetzt anfängt, das kann man nun verschieden nennen, sie zu interpretieren, sie zu deuten, sie auszulegen.
Ich glaube, es ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das in den Feinheiten unterscheiden. Das wird auch unterschiedlich verstanden. Aber wichtig ist jetzt, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo wir mit der anfangs vorgeschlagenen Übung beginnen können, indem wir nämlich eine der ersten Interpretationen der Geschichte versuchen, in der Kürze ein bisschen uns zu Gemüte zu führen. Es gibt in Fragmenten überliefert von Origenes eine Auseinandersetzung, einen Kommentar mit dem Johannesevangelium, in dem auch ein paar Fragmente, ein paar Teile erhalten sind über die Geschichte des Blindgeborenen. Und da kann ich Ihnen jetzt versuchen zu erzählen, wie Origenes mit der Geschichte umgeht oder wie überhaupt sein Ansatz ist. Also sein Ansatz ist, eine Geschichte aus dem Evangelium oder überhaupt das Evangelium ist vom Heiligen Geist inspiriert, ist ein Werk des Heiligen Geistes. Mit dieser Aussage wären wir jetzt auch ganz d'accord mit einer Reihe von sogenannten fundamentalisierenden Bibelauslegungen, die sagen, alles das, was in der Bibel steht, ist Gottes Wort und muss so wahr sein, wie es da geschrieben ist. Wer daran rüttelt, wer daran deutet, der befindet sich auf Abwegen. Aber der Ansatz des Origenes geht weiter, geht noch in eine andere Richtung. Er sagt nämlich gleich dazu, dass es vom Heiligen Geist inspiriert ist, bedeutet nicht, dass es keine Widersprüche gäbe oder Ungereimtheiten oder Unstimmigkeiten. Aber er ist der Auffassung, dass die Unstimmigkeiten einen Sinn haben, nämlich den Leser oder Interpreten wachzurütteln und ihn dazu zu bewegen, diese allererste Leseebene, den wörtlichen Sinn, den direkten historischen Sinn, den sogenannten Literalsinn zu verlassen und sich auf eine höhere Sinnebene zu erheben. Das heißt also zu schauen, ob es nicht einen übertragenen, einen symbolischen oder allegorischen Sinn gibt, zu dem wir uns deshalb erheben, weil wir merken, auf der rein wörtlichen Ebene kommen wir nicht zurecht. Und es liegt auf der Hand, was hier das Problem auf der wörtlichen Ebene ist. Das Problem auf der wörtlichen Ebene ist, dass die Frage der Jünger so leicht keine Antwort findet. Es ist dieser Mann, der gesündigt hat, weshalb er blind ist. Das kann nicht stimmen, weil er ist es ja von Geburt an. Er müsste es also im Mutterleib getan haben. Ist auch nicht ganz ausgeschlossen, sowas gibt's. Jakob und Esau, die sich um die Erstgeburt schon im Mutterleib streiten. Aber solche Spitzfindigkeiten wollen wir hier nicht treiben. Also diese Antwort verbietet sich eigentlich, aber die Antwort, dass es die Eltern waren, ist nicht mehr zeitgemäß. Das war eine Antwort, die im Judentum in früheren Zeiten gängig gewesen wäre. In Zeiten, in denen der Mensch noch ganz und gar ein Gruppenwesen, ein Familienwesen war und keine selbstständige Individualität. Und deshalb macht jetzt Origenes in der geistigen Sinnebene einen Anlauf und sagt, wenn wir auf das achten, was im 8. Kapitel, also unmittelbar vor dieser Geschichte von dem Blindgeborenen, geschehen ist und was da für Worte gefallen sind, dann finden wir einen Hinweis darauf, wie wir den Blindgeborenen zu verstehen können. Da hat nämlich also im 8. Kapitel nicht allzu weit davor Jesus im Streit mit den Pharisäern gesagt, so jemand mein Wort wird halten, der wird den Tod nicht sehen ewiglich. Und da sprachen die Juden zu ihm, nun erkennen wir, dass du den Teufel hast. Abraham ist gestorben und die Propheten und du sprichst, so jemand mein Wort hält, der wird den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist du denn mehr als unser Vater Abraham, welcher gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst?
Haben Sie eine Idee, wie Origenes das nutzen kann, um das Rätsel zu erklären, was denn der wahre Grund für die Blindheit ist? Also ich wäre nicht drauf gekommen. Origenes sagt, derjenige, der das Wort nicht gehalten hat, der wird den Tod nicht sehen. Umkehrung? Entschuldigung, was habe ich eben gesagt? Ich glaube, ich habe mich versprochen. Derjenige, der das Wort hält, der wird den Tod nicht sehen. Und jetzt macht Origenes die Umkehrung. Ich bin mir vorausgeschlüpft. Jetzt macht Origenes die Umkehrung und sagt, derjenige, der das Wort nicht hält, der muss den Tod sehen. Was ist das Wort? Das Wort, davon spricht der Prolog. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort. Alles, was geworden ist, ist durch dasselbe geworden. Es wurde zum Leben und das Leben wurde zum Licht der Menschen. Und das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht aufgenommen. Also derjenige, der hier spricht, ist das Wort, von dem der Prolog spricht. Und jetzt schlussfolgert Origenes, wer dieses Wort nicht hält, Sie haben im Prolog gerade die Wendung mitbekommen, vom Wort zum Leben, zum Licht, der hat das Licht nicht mehr, der muss in die Finsternis schauen. Deshalb, weil er in die Finsternis schauen muss, ist er blind. Also, der eigentliche Grund für die Blindheit ist, dass das Wort nicht gehalten wurde. Aber dieser eigentliche Grund ist nur eine Antwort, wenn wir uns auf die sinnbildliche Ebene erhoben haben. Es ist keine Antwort auf der Ebene des unmittelbar vorliegenden historischen Lebens. Hier geht es jetzt nicht mehr um diesen einzelnen bestimmten Menschen, der blind geboren wurde, sondern dieser einzelne bestimmte Mensch, den haben wir jetzt zurückgelassen und nehmen ihn als Sinnbild für alle Menschen, die das Wort nicht halten. Wir verstehen also aus dieser Beziehung zwischen der Geschichte vom Blindgeborenen und den Worten Jesu aus dem 8. Kapitel, dass das Nichthalten des Wortes, das Blicken in die Finsternis, eine geistige Blindheit ist, eine geistige und nicht eine physische Blindheit, genauso wie der Tod, von dem hier die Rede ist, den man nicht schmecken wird, nicht der Tod ist, den Abraham eben gestorben ist, wie alle anderen Menschen auch, sondern ein wiederum geistiger Tod. Also ich wäre von mir aus nicht darauf gekommen. Es ist eine charakteristische Deutung im Sinne des mehrfachen Schriftsinns, die zur Lösung des Problems auf der unmittelbaren historischen Ebene die Erhebung in eine geistige Ebene macht. Und die geistige Ebene ist die Ebene, in der es um das Allgemeine geht, um das Grundsätzliche, um das Symbolische und nicht mehr um den einzelnen Menschen in diesem Sinne. Und das wird auch darin jetzt noch einmal, wie soll ich sagen, von der anderen Seite her unterstrichen, dass Origenes dann in dem weiteren Verlauf seiner Deutung der Geschichte beispielsweise sagt, also wenn hier der Speichel mit der Erde vermischt wird, dann steht der Speichel für die Worte Jesu, die uns im Evangelium überliefert sind. Und die Erde, die steht für die Handlungen, die Geschichten, die uns erzählt werden. Und daraus zieht er wiederum eine Schlussfolgerung.
Können Sie sich vorstellen, was das für eine Schlussfolgerung ist, wenn man das so symbolisiert? Die Worte Jesu sind der Speichel und die Erde, mit denen er den Speichel vermischt, sind die Handlungen, sind die Geschichten, die erzählt werden. Die Schlussfolgerung lautet, der Mann, dem dieses Gemisch auf die Augen aufgetragen wurde, ist zum Teich Siloa geschickt worden, damit er sich das abwäscht. Das heißt, diese Verbindung von Worten und Geschichten hat nur eine vorübergehende Bedeutung. Es ist damit eine gewisse Einschränkung, eine gewisse Erhebung über das wirklich konkrete geschichtliche Geschehen verbunden. Da ist auf der einen Seite die historische Ebene und auf der anderen Seite davon abgehoben, eine Stufe höher, der symbolische Sinn, der geistige Sinn, und um den geht's. So denkt Origenes. Jetzt machen wir einen Schritt. Augustinus, etwas mehr als 100 Jahre später, nicht mehr im Griechischen, sondern im Römischen, geht seinerseits auch auf diese Geschichte zu und hat erst einmal einen Ansatz, der auch, sagen wir mal, vergleichbar ist. Er liest den Blindgeborenen, er nimmt die Gestalt des Blindgeborenen als ein Symbol für das ganze Menschengeschlecht. Das ganze Menschengeschlecht ist eigentlich geistig blind. In der Folge der Sünde Adams ist es geistig erblindet. Deswegen sind wir alle blind geboren. Und jetzt liegt aber für Augustin der Sinn dieser Handlung, dieser Geschichte, also der Sinn dieser eigenartigen Heilung, die ich erzählt habe, darin, dass dieser Mensch nun einen Weg zurückmacht, einen Weg zurückgeht, durchläuft, einen Weg, der dazu führt, dass er schließlich eine Christusbegegnung hat, eine Christuserkenntnis hat. Also der springende Punkt ist eigentlich nicht der auf der physischen Ebene, dass ein Mensch, der vorher physisch blind war, nun physisch sehend wird, sondern der springende Punkt ist, dass er geistig sehend wird, indem er Christus erkennt. Und das wird in der Geschichte jetzt dargestellt als ein Weg von diesem Auftragen des Breis auf die Augen hin zu dem Abwaschen des Breis. Und dieser Weg ist nun für Augustinus wiederum ein Sinnbild für einen Weg, den der Mensch zu seiner Zeit klassischerweise durchlaufen hat, wenn er sich mit Christus verbunden hat. Er hat, nachdem er die Entscheidung getroffen hat, sich taufen zu lassen, das war damals nicht so selbstverständlich, die Kinder taufen, die Eltern entschieden haben, sondern wenn der Mensch sich entscheidet, sich taufen zu lassen, dann beginnt das damit, dass er ein sogenanntes er beginnt damit, dass er erst einmal unterwiesen wird. Er ist noch nicht angekommen bei der Taufe, sondern er begibt sich auf einen Weg hin zur Taufe, auf dem er noch blind ist, auf dem er noch die Folgen der geistigen Blindheit trägt. Aber die Taufe wäscht diese geistige Blindheit dann rein. Die Taufe wäscht ihn rein von den Sünden, so ist die Auffassung des Augustinus. Und deshalb erzählt die Geschichte von dem Weg des Katechumenwerdens, der unterwiesen wird, hin zu dem, der dann wirklich getauft wird. Also der Weg zu der Erlösung von der geistigen Blindheit. Und in dieser
Anlage ist jetzt auch eine Antwort veranlagt auf das Rätsel, was den Origenes auch dazu bewogen hat, von dem historischen Sinn sich zu erheben in einen geistigen Sinn. Also das Rätsel, das die Jüngerfrage beinhaltet, warum ist dieser Mensch blind? Wenn der Mensch die Menschheit symbolisiert, dann könnte man sagen, dann ist er blind, weil Adam gesündigt hat. Und jetzt kommt diese eigenartige Konstellation bei Augustinus, dass er zwar auf der einen Seite so ganz entschieden sagt, der Blindgeborene ist das Symbol für die Menschheit, kein einzelner Mensch, sondern ein Symbol für die Menschheit, dass er aber Adam nicht ebenfalls als ein Symbol für die Menschheit nimmt, also auch nicht den Blindgeborenen jetzt als Menschheit mit Adam einfach identifiziert, sondern dass er die ganz konkrete Vorstellung hat, dass Adam gesündigt hat und dass diese Sünde sich durch den Erbstrom fortgepflanzt hat. Auf dieser Ebene merken wir, dass Augustinus nicht mehr so selbstverständlich den historischen Sinn von dem geistigen Sinn trennt. Er lässt den historischen Sinn nicht so ganz zurück. Da bleibt eine gewisse Spannung bestehen bei ihm und die wird noch deutlicher. Wenn man jetzt schaut, wenn man jetzt so dreist ist, so ein bisschen unverfroren, ihn zu fragen, lieber Augustinus, wie war das denn eigentlich bei dir? Also diesen Weg hin zur Taufe, den hat auch Augustinus vollzogen. Und jetzt ist das Interessante, dass Augustinus, zwar im Alter von 32 Jahren, dass Augustinus ein ganzes Buch geschrieben hat, in dessen Mittelpunkt die Entscheidung für die Taufe steht. Das Buch heißt die Confessiones, die Bekenntnisse. Und dieses Buch ist nun nicht nur einfach fromm, könnte man jetzt so denken. Dieses Buch ist ein Paukenschlag in der Geistesgeschichte, weil es voller ganz neuer Gedanken steckt. Es ist das erste Mal in der Geistesgeschichte, dass jemand seine Autobiografie schreibt. Es ist das erste Mal in der Geistesgeschichte, dass jemand sein im Ich stattfindendes Ringen um eine Entscheidung so ausführlich und so intensiv beschreibt. Denn diese Entscheidung zur Taufe ist dem Augustinus überhaupt nicht leicht gefallen. Und weil sie ihm so schwer gefallen ist, hat er die Entdeckung gemacht, dass der Mensch nicht der Spielball von fremden Mächten ist, die ihn entweder in die eine oder in die andere Richtung ziehen, sondern dass der Mensch ein Ich-Wesen ist, in dem ein Wille besteht, der sich entscheiden kann, und dass dieses Ich-Wesen auch eine Phase durchlaufen kann, in der in ihm zwei Willen gegeneinander arbeiten, mit ihm kämpfen, mit sich kämpfen und ringen. Und das hat er auf eine sehr eindrucksvolle Art und Weise erzählt in diesem Buch. Aber jetzt geht es weiter mit dem ganz Eigenartigen dieses Buches. Wem hat er das eigentlich erzählt? Jetzt könnten Sie ja wahrscheinlich erwarten, wenn das niedergeschrieben ist, wenn man das lesen kann, na, er hat das den Lesern erzählt. In einer gewissen Weise stimmt das natürlich, dass er das den Lesern erzählt hat. Aber das Buch ist eigentlich eine Zwiesprache des Menschen Augustinus mit Gott. Er erzählt Gott, wie er sich vom kleinen Kind zum erwachsenen Menschen entwickelt hat, welche Suchbewegungen, welchen Verführungen und welchen Ideen er nachgegangen ist, das alles
erzählt er in der Gestalt eines Gebets. Und in dieser Form, es ist ein philosophisches Beten oder ein betendes Philosophieren, das ist eine Literaturgattung, die hat es in dieser Form weder vorher noch nachher gegeben, vorher auf keinen Fall. Dieses betende Philosophieren und philosophierende Beten. In diesem Buch kommt nun also auch zum Vorschein, wie er nun seine Gottesvorstellung bildet und in welcher Beziehung diese Gottesvorstellung zu ihm selbst steht. Also man muss da wirklich mal sich das eine oder andere zu Gehör bringen. Einmal die Tatsache, das ist ja ganz ungewöhnlich zu dieser Zeit, dass jemand darauf achtet, darüber nachdenkt, wie er sich vom kleinen Kind zum Erwachsenen entwickelt hat. Und dieses Nachdenken wird von ihm eben ausdrücklich im Gebet mit Gott vollzogen. Und in diesem Kontext, wo es dann darüber hinausgeht, stellt er sich die Frage, was heißt das eigentlich, zu Gott beten? Wohin spreche ich da eigentlich, wenn ich bete? Spreche ich nach außen, in den Himmel? Wo ist Gott, zu dem ich spreche? Also im Originalton. Wie aber soll ich anrufen ihn, meinen Gott und Herrn? Denn zu mir hinein rufe ich ihn ja, wenn ich ihn anrufe. Wie heißt die Stätte, dahin mein Gott komme zu mir, wohin der Gott komme zu mir, der Himmel und Erde gemacht hat? So ist also, Herr mein Gott, etwas in mir, das dich zu fassen vermag. Fassen dich denn Himmel und Erde, die du gemacht hast, und in deren Bereich du mich geschaffen? Oder fasst dich deshalb alles, weil ohne dich nicht wäre, was ist? Da nun auch ich bin, was bitte ich dich denn, in mich zu kommen, der ich nicht wäre, wenn du nicht wärst in mir? Da nun auch ich bin, was bitte ich dich denn, in mich zu kommen, der ich nicht wäre, wenn du nicht wärst in mir? Also die Gotteserfahrung Augustins kann man eigentlich überhaupt nicht von seiner Ich-Erfahrung trennen. Was sich hier vollzieht, erstmals vollzieht in der Geistesgeschichte, ist die Entwicklung des Ich-Bewusstseins, der Ich-Erfahrung und eine ganz neue Erfahrung Gottes, eine ganz neue Vorstellung von Gott, die in einer Art Abhebung und Gegenzug gehalten wird zu allem, was räumlich ist, zu allem, was man sich sinnlich vorstellen kann. Und da löst sich auch das Rätsel für Augustinus in dieser Ich-Erfahrung und Gotteserfahrung, was er zuvor in der Auseinandersetzung mit den Manichäern gehabt hat. Denn die Manichäer haben auf eine Weise, die ihn im ersten Augenblick überzeugend schien, den Christen vorgehalten, deren Vorstellung, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes sei, ist eigentlich naiv, denn wenn der Mensch ein Ebenbild Gottes wäre, dann wäre ja auch Gott ein Ebenbild des Menschen und dann hätte ja auch Gott einen solchen Leib, wie der Mensch ihn habe. Das haben die Manichäer eingewendet und das hat Augustin auch irgendwie eingeleuchtet. Und auf langen Wegen und Suchbewegungen ist er dahin gekommen, dass ihm nun klar geworden ist, dass weder er selbst noch Gott etwas ist, was sich sinnlich, räumlich festlegen könnte, was sich direkt räumlich, sinnlich vorstellen ließe, und dass die Entdeckung dieses Ich zur gleichen Zeit die Entdeckung einer ganz anderen und neuen Gottesvorstellung ist.
Also noch eine Kostprobe in dieser Art. Denn nicht die Gefäße, die dich beschließen, geben dir feste Selbstständigkeit. Nicht die Gefäße, er spricht zu Gott. Nicht die Gefäße, die dich beschließen, geben dir deine Festigkeit. Denn wenn sie auch zerbrochen würden, wirst du doch nicht ausgeschüttet. Und wenn du im Heiligen Geiste über uns ausgegossen wirst, so liegst du nicht da nieder, sondern richtest uns auf. Du wirst nicht zerstreut, sondern sammelst uns. Also wenn wir auf solche Reflexionen des Gottes, des Kirchenvaters schauen, er hat die Entscheidung zu seiner Taufe im 32. Lebensjahr getroffen. Und das Buch Die Confessiones hat er, glaube ich, im 45. Lebensjahr geschrieben. Er beschreibt diesen Weg ja dort dann sehr detailliert, aber es liegt eine nicht unerhebliche Spanne Zeit zwischen dem einen und dem anderen. Also vor dem Hintergrund der anthroposophischen Gedanken zur biografischen Epochenbildung könnte man sagen, dass der Augustinus, der die Entscheidung zur Taufe getroffen hat, im biografischen Alter seiner Verstandesseele war, dass er dann das biografische Alter seiner Bewusstseinsseele vollständig durchlaufen hat, ehe er dann im biografischen Alter seiner Geist-Selbst-Phase über das geschrieben hat, was er mit der Entscheidung zur Taufe erlebt hat und vollzogen hat. Weshalb ich auch glaube, dass man dieses Buch, die Confessiones, auch als ein Kunstwerk lesen kann. Da muss nicht alles ganz genau so geschehen sein, wie es erzählt und berichtet wird. Aber es steckt Wahrheit darin und beeindruckende Wahrheit, vor allen Dingen, wo deutlich wird, dass nie zuvor jemand in diese Richtung gearbeitet und gedacht hat, die wegbereitend ist für unser neuzeitliches Selbstverständnis. Denn wir leben ja seit dem Beginn der Neuzeit, seit dem Ende des Mittelalters, im Vorstellungshorizont der Anthroposophie gesprochen, im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Und die Bewusstseinsseele ist die Kraft im Menschen, die die wirkliche Natur des Ich zu enthüllen vermag. Das kann nicht die Verstandesseele. Die Kraft zur Enthüllung der wirklichen Natur des Ich. Und für diese Bewusstseinsseelenentwicklung ist Augustin ein Vorreiter. Er ist in anderer Hinsicht aber auch ein Nachzögler. Aber wir wollen uns jetzt nicht zu sehr auf den Augustinus einlassen, sondern wir wollen ja weitergehen und das jetzt erst einmal so stehen lassen, wie Augustinus mit der Geschichte vom Blindgeborenen umgegangen ist. Ich wollte nur noch einmal betonen, als er dann im Alter, er war ungefähr 60, als er die Reflexionen über das Johannesevangelium geschrieben hat. Das war also nochmal sehr viel später. Den Weg des Blindgeborenen von der Salbung der Augen hin zu der Taufe ist ein ganz anderer Weg als der, den er selbst persönlich in seinen Confessiones beschrieben hat. Das fällt einfach auf. Er war auch nicht so, eben gerade nicht so souverän wie dieser Blindgeborene, der das mit sich machen lässt, aber auch irgendwie auf eine Art und Weise mit sich machen lässt, die souverän ist und nicht nur passiv. Bei Augustinus war das ein ganz schweres Ringen. Gut. Wenn wir jetzt viel mehr Zeit hätten, müssten wir schauen, wie nach dem Mittelalter die Entwicklung weitergegangen ist mit dem Verständnis der Geschichte vom Blindgeborenen. Ich mache jetzt doch einfach mal einen Sprung und vielleicht kommen wir nachher noch ganz kurz auf das eine oder andere. Es ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die von der Scheidung zwischen dem historischen Sinn oder wortwörtlichen Sinn auf der einen Seite und dem übertragenen oder symbolischen oder geistigen Sinn auf der anderen Seite
sich entfernt hat. Diese Unterscheidung in dieser Form wird so nicht mehr getroffen, sondern sehr viele Theologen haben den Ansatz, beides ernst zu nehmen, in dem historisch erzählten Geschehen gleichzeitig auch etwas Sinnbildliches wahrzunehmen. Das geht in die Richtung, die dann ganz extrem und in ganz besonderer Hinsicht von Rudolf Steiner ja im Hinblick auf das Mysterium von Golgatha und die damit verbundene von ihm sogenannte mystische Tatsache geht, dass das, was hier erzählt wird über den Kreuzestod und die Auferstehung, Vorgänge sind, die auf der einen Seite sich tatsächlich historisch so ereignet haben, aber auf der anderen Seite auch eine Bedeutung haben, einen symbolischen Sinn haben, der darin liegt, dass etwas in der geschichtlichen Welt sich darstellt, was zuvor in den Mysterien als Bild, als Ritual gepflegt wurde. Aber jetzt wollen wir nicht auf die theologische Entwicklung dieser Zeit näher eingehen, sondern einen gewaltigen Sprung machen, der uns in die Richtung von Rudolf Steiner bringt. Das ist der Sprung zu Helena Petrovna Blavatsky, eine für die Theosophie ganz entscheidende Persönlichkeit, die in ihrer Geheimlehre auch ein paar Sätze geschrieben hat über die Geschichte vom Blindgeborenen und die man jetzt auch im Vorfeld von dem, was man bei Steiner lesen kann, einfach kennen sollte. Das eine Interessante ist, dass sie gleich am Anfang sagt, diese Geschichte ist das bedeutungsvollste von Christi Gleichnissen und dunklen Aussprüchen. Und das bedeutungsvollste dieser Geschichte liegt für sie jetzt darin, dass die Antwort Christi auf die Frage der Jünger das ist, was hier das Entscheidende ausmacht. Also es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was die Frau Blavatsky immer meint. Es ist natürlich auch eine Übersetzung aus dem Englischen. Also die Erklärung, die er seinen Aposteln über den blinden Mann gab. Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren? Er antwortete, es hat weder dieser blinde körperliche Mensch gesündigt, noch seine Eltern, sondern dass die Werke seines Gottes offenbar würden an ihm. Der Mensch ist nur das Tabernakel. Ein Tabernakel ist ein Heiligtum, ein Gefäß, in dem die heiligen Geräte, in dem Gottes Anwesenheit bewahrt wird. Der Mensch ist nur das Tabernakel, das Gebäude seines Gottes. Und natürlich ist es nicht der Tempel, sondern der Insasse, der Träger Gottes. Das bewusste Ego oder das fünfte Prinzip Manas, der Träger der göttlichen Monade oder in Anführungszeichen Gottes, der in einer früheren Inkarnation gesündigt und dadurch das Karma der Blindheit auf das neue Gebäude übertragen hat. Also, sie stellt sich das so vor, dass wir als Menschen Träger des Göttlichen in uns sind, dieses Göttliche in uns verbirgt die Kontinuität unseres Daseins über die verschiedenen Erdenleben hinweg. Und natürlich ist es nicht das Göttliche, was gesündigt hat, aber es ist das im Menschen, was sie jetzt das fünfte Prinzip Manas, also Manas ist das indische Wort für Geist selbst, was Rudolf Steiner dann so übersetzt,
Also das Geist selbst ist für Sie das bewusste Ego und das Geist selbst ist für Sie das, was gesündigt hat. Also das wäre die Antwort auf die Frage der Jünger. Und sie liest diese Antwort in die uns aus dem Johannesevangelium erzählten Worte Jesu hinein. Sie interpretiert diese Worte so, als hätte Jesus das gesagt. Also das bewusste Ego oder das fünfte Prinzip Manas ist, hat in einer früheren Inkarnation gesündigt. Und das sagt sie deshalb oder begründet sie damit, dass Jesus sagt, es hat weder dieser Mann gesündigt, noch seine Eltern. Und jetzt kommt sprachlich, stilistisch, grammatisch die nicht ganz verständliche Wendung, sondern das. Es hat nicht dieser gesündigt und auch nicht jener, sondern dass die Werke Gottes offenbar werden. Also die Frage ist, wie versteht man, wie geht man mit diesem Satz um, dass die Werke Gottes offenbar werden? Und sie sieht das jetzt so, dass die Werke Gottes die Werke des Gottes im Menschen sind, aber der Gott im Menschen, und das ist irgendwie nicht ganz stimmig, das ist immer wieder so bei der Blavatsky, dass man, wenn man ganz scharf mitdenken will, es irgendwie an eine Grenze kommt, aber wenn man gutwillig ist, kann man sehen, was sie anvisiert ist. Es gibt im Menschen, eigentlich müsste man sagen, ein gedoppeltes Göttliches, denn an anderer Stelle wird auch dieses fünfte Prinzip als in sich geteilt dargestellt. Etwas davon kann unsterblich werden, etwas davon wird sterben. Und es nimmt also Teil am Göttlichen. Und wenn jetzt die Werke Gottes offenbar werden, dann heißt das, dass das eigentlich Göttliche im Menschen durch die Veranstaltung des Karma, die Taten des fünften Prinzips, des Ego, des Manas offenbar werden lässt im Karma, in der Blindheit, in der blinden Geburt dieses Mannes. Man kann jetzt leider nicht sagen, so weit, so gut, weil in der Fortsetzung, das müssen wir uns antun, in der Fortsetzung heißt es dann, somit sprach Jesus die Wahrheit, aber bis zum heutigen Tage haben sich seine Nachfolger gesträubt, die Worte der ausgesprochenen Weisheit zu verstehen. Nach der Darstellung seiner Anhänger scheint der Heiland durch seine Worte und Erklärung den Weg zu einem vorher ausgedachten Programm geebnet zu haben, das zu einem beabsichtigten Wunder führen sollte. Fürwahr, der große Märtyrer ist von da an und durch 18 Jahrhunderte das Opfer geblieben, das täglich von seinen klerikalen Schülern und Laiennachfolgern viel grausamer gekreuzigt wird, als er von seinen allegorischen Feinden hatte gekreuzigt werden können. Denn das ist der wahre Sinn der Worte, dass die Werke Gottes offenbar würden an ihm im Lichte der theologischen Auslegung. Und sie ist eine sehr unedle, wenn die esoterische Erklärung verworfen wird. Also sie sagt jetzt, nur sie, nur die Esoteriker haben das Problem lösen können, dass diese Sätze nicht darauf hinauslaufen, dass eigentlich gesagt wird, dieser Mann musste blind geboren werden, damit ich, Jesus, jetzt an ihm mein Werk verrichten kann, ihn heilen kann und damit als der große Zampano dastehe. Das ist ihrer Auffassung nach die einzig mögliche andere Deutungsweise dieser Geschichte und ihrer Auffassung nach ist es das, was die Theologen gesagt haben. Und hier muss man einfach ganz klar sagen, ich habe ziemlich viele theologische Äußerungen zu der Geschichte mir angeschaut. Mir ist keine begegnet, die das gesagt hat. Es herrscht in den allermeisten Fällen ein großes Bewusstsein für diese Problematik und man versteht unter den Werken Gottes nicht
einfach das Heilungswunder. Also hier muss ich sagen, fällt mir die Übung am allerschwersten. Die Übung, es so zu lesen, als habe Christus in ihr gedacht. Und zwar deshalb, weil sie jetzt nicht die Geschichte selbst interpretiert, sondern andere Interpreten verunglimpft. Aber trotzdem, ich will nicht sagen, dass das es erübrigt, sich die Anstrengung dieser Übung zu machen. Ich sage jetzt nur so nebenbei, hier fällt mir diese Übung sehr, sehr schwer. Und nun ist es ganz wichtig, dass wir uns diesen Vorgang bewusst machen, weil, wenn wir jetzt zu Rudolf Steiner weitergehen, es gibt eine Reihe von Äußerungen in Vorträgen über die Geschichte vom Blindgeborenen, aber nicht über die ganze Geschichte, sondern primär über diesen Satz. Und es gibt keinen geschriebenen Kommentar Rudolf Steiners zum Johannesevangelium. Es gibt eine Reihe von Vorträgen, die vom Johannesevangelium handeln. Und je früher und schlechter mitgeschrieben diese Vorträge sind, finden wir hier einfache Wiederholungen dessen, was Blavatsky geschrieben hat. Aber je weiter wir in der Entwicklung des Steinerschen Werkes voranschreiten, desto mehr verändert sich die Sachlage. Und da gibt es mehrere Vorträge, sogar schon einen Vortrag von 1904, der übrigens insofern auch nicht unwichtig ist, weil der Vortrag von 1904 in Berlin gehalten von Rudolf Steiner so veranlagt ist, dass er die ganze Frage nach der Bedeutung des Christentums von dem Religionsphilosophen David Friedrich Strauss her aufzieht. David Friedrich Strauss ist ein Theologe und Religionsphilosoph, der die historische Bedeutung aller dieser Geschichten radikal in Frage gestellt hat und der einzige Theologe ist, der die Deutung tatsächlich vollzogen hat, die Blavatsky hier allen Theologen unterstellt, der diese Deutung aber vollzogen hat im Blick darauf, dass das der Sinn wäre, wenn wir denn einfach unterstellen würden, dass diese Geschichte sich so ereignet hat, wie sie erzählt wird. Und das hat sie nicht. Das ist erfunden. Und deshalb müssen wir uns, so der David Friedrich Strauss, zu einer sinnbildlichen Ebene erheben. Historisch macht das überhaupt alles keinen Sinn. Es lässt sich historisch nicht belegen, sondern der David Friedrich Strauss hat dann wiederum eine sinnbildliche Ebene entwickelt, die darin besteht, dass überall da, wo in den Evangelien von Gott die Rede ist, eigentlich vom Menschen die Rede ist. Der Mensch hat sich in der Vorstellung Gottes, in der Vorstellung Jesu, das Idealbild seiner selbst geschaffen. Und der Sinn der Evangelien, der durchaus positiv zu werdende Sinn der Evangelien, bestehe darin, dass man dieses Idealbild vor Augen geführt bekommt und ihm nacheifern kann. Auch bei Feuerbach geht das ganz und gar in diese Richtung. Und das Interessante ist jetzt, dass Rudolf Steiner bei all seinen Überlegungen zu dem Christentum nicht von theologischen Vorgängern ausgeht, sondern er geht von David Friedrich Strauss aus und von Feuerbach aus, aber nicht um sie zu bestätigen, sondern um sie zu korrigieren. Und diese Korrektur von David Friedrich Strauss vollzieht er schon 1904 in den Vorträgen, wo er zum allerersten Mal auf die Geschichte vom Blindgeborenen zu sprechen kommt, wo er sagt, da geht es eigentlich darum, einen ganz neuen Sinn des Abendmahls verstehen zu lernen, nämlich einen ganz neuen Sinn der Beziehung zwischen der Sünde und der Sühne, die nicht mehr irdisch und fleischlich ist. Das ist nicht ganz leicht zu verstehen und müsste in einem größeren Kontext noch entwickelt werden, aber es ist eine sehr interessante Gedankenbewegung. Und das andere, was leichter zu vermitteln ist, das ist die
sind die, ist das siebte Kapitel, der siebte Vortrag in den Hamburger Vorträgen über das Johannesevangelium, die ja sehr verbreitet sind, die wahrscheinlich die meisten unter Ihnen schon einmal gelesen haben. In diesen Vorträgen über das Johannesevangelium, besonders in diesem siebten Kapitel, geht es Rudolf Steiner jetzt darum, zu zeigen, was für Wirkungen ausgegangen sind von dem Kreuzestod Jesu. Der Kreuzestod Jesu hat in der Welt Spuren hinterlassen, hat Wirkungen hinterlassen. Und zu diesen Wirkungen gehört, dass der Mensch sich ganz und gar verwandelt hat, dass im Menschen das Ich auf eine Art und Weise wach geworden ist, die es zuvor so nicht gab. Und mit der Geschichte vom Blindgeborenen bringt er das dadurch in Verbindung, dass er sagt, dieses Ich, diesen Gedanken hat er in der ersten Auflage der Theosophie noch nicht gehabt. Der ist erst in der nächsten Auflage dazugekommen. Der ist also in dieser Zeit in dem Zusammenhang der Auseinandersetzung mit dem Johannesevangelium geradezu entstanden, dass das Ich nämlich die Aufgabe hat, die Leibesglieder in die Geistesglieder zu verwandeln, also den Astralleib in das Geistselbst zu verwandeln, den Ätherleib in den Geistesmenschen, in den Lebensgeist zu verwandeln und den physischen Leib in den Geistesmenschen zu verwandeln. Das ist ein ganz neuer Gedanke, der sich bei keinem theosophischen Autor vorher so findet und der auch mit dem, was Blavatsky gesagt hat, so nicht zusammengeht. Und das illustriert er dann, indem er sagt, man müsse sich vorstellen, wenn diese Verwandlung vollzogen ist, wenn sie vollzogen wäre, wir können sie heute so noch nicht vollziehen, aber die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen spricht davon, was die Aufgabe ist und die Vorwegnahme dieses Vorgangs durch Christus, dann würde ein Blinder sehend werden durch die Verwandlung des physischen Leibes. Das Ich, was diese Verwandlung leisten kann, das ist jetzt das Interessante, worauf es ankommt. Dieses Ich ist aber nun nicht einfach nur das menschliche Ich und es ist auch nicht einfach nur das Christus-Ich, sondern wir kommen jetzt dahin zu sehen, dass so wie Rudolf Steiner das darstellt, im Menschen das Christus-Ich sich mit dem menschlichen Ich verbindet und dadurch dem menschlichen Ich etwas möglich wird, was es vorher nicht hätte tun können. Also ähnlich wie bei Augustinus, der sein Selbstbewusstsein als Ich-Wesen in eins mit dem neuen Gottesgedanken entwickelt hat und der sagt, wenn ich Gott anrede, wo spreche ich dahin? Ich spreche nicht in die Sterne hinaus, in den Himmel, sondern ich spreche in mich hinein. Wie kann das sein, dass du Gott in mir bist und ich dich fassen kann? Und also dieser Gedanke, dass das Ich im Menschen als ein Zentrum dieser Verwandlung Christus durchdrungen ist, aber nicht mit Christus identisch ist. Und das heißt, dass die Durchdringung des menschlichen Ichs mit Christus die menschliche Individualisierung nicht hindert. Wir können als Menschen ganz unterschiedlich bleiben. Wir sind alle von dem Christus-Ich mit durchdrungen, aber nicht gleichgeschaltet. Das ist theoretisch schwer vorzustellen, aber praktisch kann man es sich auch gar nicht anders denken. Also, wo stehen wir jetzt, wenn wir jetzt hier mehr oder weniger willkürlich innehalten? Es sind natürlich auch nach Rudolf Steiner noch interessante theologische Auseinandersetzungen mit der Geschichte vom Blindgeborenen entstanden. Die gibt es, ja, aber die lassen wir jetzt außen vor. Wo stehen wir jetzt? Vor dem Hintergrund
der Wahrheitskrise, vor dem Hintergrund der Übungen, die wir machen wollten, dass wir sagen, die verschiedenen unterschiedlichen Deutungen mit einer Haltung zu lesen, die es beinhaltet, dass wir es so lesen, als hätte Christus in dem anderen Menschen das gedacht, was an dem anderen Menschen anders ist als in uns. Und doch ist es derselbe Christus, der in diesem anderen Menschen ist und auch in uns ist. Eine wirkliche Begegnung kann nur zwischen Menschen stattfinden, die anders sind. Es gehört geradezu zu der Möglichkeit von Begegnung. Begegnung ist ja der Reihentitel dieses Tertials. Es gehört geradezu zur Möglichkeit von Begegnung, dass die, die sich begegnen, einander fremd sind und anders sind. Und das Wahrheitsproblem, die Wahrheitskrise, in der wir stehen, die auf der einen Seite in die Richtung geht, dass sich Dogmatisierung und Fundamentalisierung geltend machen, auf der anderen Seite in die Richtung geht, dass alles relativ wird und skeptisch gesehen wird. Diese Krise, die münzt sich ja auch so aus, dass sich mehr und mehr Meinungskorridore verengen, dass sich Blasen bilden, wo sich Gleichgesinnte zusammenfinden, wo aber keine wirklichen Begegnungen mehr stattfinden. Und insofern ist einfach mein Bedürfnis gewesen und auch weiterhin mein Bedürfnis, mit einer Betrachtungsweise, wie ich sie jetzt hier versucht habe, die Andersheit im anderen Menschen auf eine Art und Weise zu betrachten, die weder relativierend ist, noch dogmatisierend. Ich meine, wenn wir eine solche Erzählung wie die aus dem Johannesevangelium als Geschichte nehmen, haben wir einen ganz guten Ansatz, ein Gegengewicht zu schaffen zu der Dogmatisierung, die sagen würde, es muss genau so gewesen sein, wie es erzählt ist. Es ist vom Heiligen Geist inspiriert. Oder auf der anderen Seite der Relativierung in den philologischen Auswüchsen der Theologie des 20. Jahrhunderts, nicht der gesamten Theologie, aber der historisch-kritischen Theologie, die auch in die Richtung gegangen ist, dass alles aufgelöst wurde in redaktionelle Bausteine, die zusammengefügt wurden, wo man keine Geschichte im Ganzen mehr zusammenbringt. Das sind die beiden Extreme hier im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit einer solchen Geschichte, die eben dann nicht als Geschichte genommen wird. Wenn wir sie als Geschichte nehmen, dann sind wir frei, die Art und Weise ihrer Wahrheit verschiedenen Interpretationen zu überlassen. Ich glaube, dass wir auch innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft mit einer solchen Übung uns stärken können für die Probleme, die uns entgegenkommen, weil wir an diesen Problemen natürlich, wie überall, auch selbst beteiligt sind. Und mir ist in diesem Zusammenhang noch ein Wort in Erinnerung, was ich an den Schluss stellen möchte. Das Wort eines Literaturwissenschaftlers, der über das Christentum und über das Evangelium gesprochen hat, eines Herrn Kaiser, nicht Ulrich Kaiser, mit dem wir hier auch öfters schon zusammengearbeitet haben. Er hat sinngemäß gesagt, dass die Fleischwerdung des Wortes, die Inkarnation Gottes, auch beinhaltet, dass er sich der menschlichen Interpretation, der menschlichen Darstellung anheimgegeben hat. Ich finde, das ist ein Gedanke, der sich auch lohnt, noch ein bisschen weiter zu wirken. Und in einer gewissen Weise gilt das für manches andere auch. Ich bedanke mich für Ihre lange Aufmerksamkeit. Vielen Dank.